Ich muss nachdenken, Steyr ist nämlich ein Angstgegner. Man hat nur einmal gewonnen in Steyr, und zwar das war vor 41 Jahren beim ersten Spiel. Trainer Otto Baric setzt natürlich wieder auf den Mann, der zuletzt dem Spiel seiner Mannschaft die wichtigen Impulse gegeben hat, nämlich Daniel Madlener. Ja, der musste heute auch die meiste Arbeit im Mittelfeld übernehmen, denn Kocian, der Jugoslawe, war doch nicht von seiner Verletzung ausgeheilt, konnte also noch nicht spielen. Die Wiener zunächst relativ offensiv von links nach rechts in den gelben Leibchen hier über Balzis und gleich einige Verwirrung in der Vorwärtsabwehr. Balzis ist der gefährlichste Stürmer der Döblinger. Beide Mannschaften mit je zwei Sturmspitzen. Das ist eine der Steirer. Immer wieder das Duell Jauch gegen Waldhör. Der junge Waldhör mit einer starken Leistung heute wieder, aber Routinier Alfred Brabitz auch heute wieder als Libero aufgeboten. Es gibt gleich die ersten Anweisungen von Otto Baric. Er ist nicht ganz zufrieden in der Anfangsphase mit seiner Mannschaft. Die Wiener spielt voll mit. Das ist Rheinmeier. Guter Schuss von Rheinmeier und an die Stange. Das war etwa nach 15, 20 Minuten. Aber wieder vorwärts. Guter Pass auf Brankovic. Und Angerer im Tor der Wiener. Aber das Match läuft weiter. Madlener. Feirer, der Ex-Grazer. Und er verzieht. Jetzt hat vorwärts das Match in den Griff bekommen. Die Wiener tändelt nur im Mittelfeld herum. Stöffelbauer, Riesenmöglichkeit. Und Angerer wieder im Tor. Lukic, Stöffelbauer. Und Foul an Brankovic, und zwar von Salaba. Jelisch hatte kurz vorher den Ball ins Gesicht bekommen, musste ausscheiden, dann der Freistoß abgefälscht und Tor. In der 48. Minute, also in der Nachspielzeit, der erste Spielhälfte. Noch einmal, etwas verdeckt gewesen, die Mauer von Baraj und der Freistoß des deutschen Berndtister zum 1:0. Und das ist auch der Pausenpfiff von Schiedsrichter Holzmann. Die Steirer Mannschaft jetzt etwas gelöster, nicht mehr so verkrampft, Pfister wieder und Angerer immer wieder im Mittelpunkt. Die Wiener kommt jetzt ganz selten vor das Steirer Tor. Über 3000 Zuschauer heute, trotz widrigen äußeren Bedingungen. Wiedreis, Spielmann, aber keine Probleme natürlich für Trost. Das ist Spielmann. Dann Felix Latzke, Trainer der Döblinger. Und jetzt aufgepasst. Madlener. Foul von Salaba, er hatte schon die gelbe Karte, entschuldigt sich hier bei Madlener, aber es gibt Rot für ihn. Ausschluss also in der 66. Minute. Salaba muss vom Platz und ab diesem Zeitpunkt die Wiener nur mehr mit 9 Feldspielern. Aufregung natürlich bei Felix Latzke. Vorwärts hat ja die wesentlich besseren Karten für die Meisterplayoff. Da wieder Brankovic, Waldhör hätte schon schießen können, Stöffelbauer, und der trifft den Ball nicht richtig. Und da ärgert er sich natürlich. Aber ganz klar jetzt, Vorwärts Steyr, die spielbestimmende Mannschaft, Waldhör und Tor. 74. Minute, das war das 2:0 und gleichzeitig das 5. Saisontor von Walter Waldhör. Noch einmal, Wiedreis attackiert nicht richtig, will den Elfmeter-Pip vermeiden und Waldhör nützt das geschickt in die lange Ecke. Keine Chance für Angerer. Vorwärts führt mit 2:0. Am Spielcharakter ändert sich nichts mehr. Kommt dann Grinner noch ins Spiel, und zwar für Waldhör. Baric hat ihn aus dem Match genommen. Eckball Petrovic, schon wieder Tor. 5 Minuten später, 79. Minute. Fehler von Angerer und Vorwärts führt sogar mit 3:0. Noch einmal der Eckball in der Zeitlupe. Hier sehen wir es genau. Angerer greift daneben und keine Mühe für Petrovic, sein drittes Saisontor zu erzielen. Niedergeschlagen natürlich die Döblinger. Aber sie können einfach in dieser Phase des Spiels die Steirer Mannschaft nicht gefährden. Grinner mit einem guten Schuss, Gernot Grinner, der ehemalige GRK-Spieler. Dann die letzte Möglichkeit, der Wiener, ein typischer Angriff. Das ist Mader, verzieht aber weit, vorwärts gewinnt mit 3:0 und für Otto Baric ist das bereits die mittlere Playoff. Ja, das ist, glaube ich, ganz klar. Wir sind jetzt praktisch sicher 5 Mannschaften unerreichbar.
Und ich bin sehr zufrieden, weil wir haben heute ein gutes Spiel geliefert. Immerhin das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Ja gut, einmal muss das auch erste Mal sein. War der 3:0-Sieg auch in der Höhe gerecht, verdient? Ich glaube, er war ganz verdient. Und wir haben als Einheit, auch konditionell, kämpferisch, im Duell waren wir überlegen. Nur wir müssen unsere Spiele im Mittelfeld verbessern. Ich glaube, ich war heute nicht gerade von Glück begünstigt. Und dann für mich der unverständliche Ausschluss von Salaba. Er hat schon gelb gehabt, das ist richtig. Aber hier müssen die Schiedsrichter einfach ein besseres Fingerspitzengefühl haben. Wenn ein Ausschluss war, dann war das Foul vom Pfister an Herauf. Aber ich muss sagen, Fußball ist ein Männersport und ich glaube, momentan ist in Österreich etwas eingerissen, das wieder in Österreich gibt, in den anderen Ländern sicher nicht mehr, das mit den roten Karten. Naja, hier die gesammelten Ergebnisse. Admira und der Wiener Sportclub spielen ja Sonntag. In der Tabelle hat das nur an der Spitze Auswirkungen, denn die Tiroler haben sich nun wieder 2 Punkte von Rapid und der Wiener Austria abgesetzt. In der Torschützenliste hat Danek seine Führung behalten, dahinter Bakult, Bierhoff und Förto. Jetzt noch zur zweiten Division. Blödling gewinnt in Klagenfurt 2:1 durch Tore von Bauer und Karoli, dann Stockerau Spital 1:0 durch ein Eigentor.